In diesem Video will ich zeigen, wie ihr euren Eligo Neptune 4 oder Neptune 4 Pro um eine Kamera erweitern könnt. Hierzu habe ich mich im Vorfeld informiert und herausgefunden, dass die Logitech C270 und die Logitech C920 wohl am besten funktionieren sollen. Mit der C270 hatte ich leider nur bedingten Erfolg, da das Bild manchmal nach einem Neustart, wie hier gezeigt, aussah. Daher will ich im Folgenden speziell auf die C920 eingehen, mit welcher ich mehr Erfolg hatte. Die Kamera ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wir beginnen damit, die Logitech C920 an unseren Drucker über den USB-Port anzuschließen. Anschließend verbinden wir unseren Drucker mit dem Netzwerk und klicken uns durch das Menü, um die IP-Adresse herauszufinden. Um eine Konsolenverbindung zu unserem Drucker aufzubauen, müssen wir zunächst eine Konsole auf unserem PC öffnen, in meinem Fall Windows. Hierzu drücke ich Windows und R und gebe dort CMD ein, um eine Konsole zu öffnen. Mit dem Befehl SSH können wir nun eine SSH-Verbindung aufbauen. Dafür wählen wir den Benutzernamen Root und mit einem Add getrennt geben wir die IP an, unter der unser Drucker im Heimnetz verfügbar ist. Mit Enter können wir dann den Verbindungsaufbau starten. Hier müssen wir es erstmal, weil ich mich das erste Mal verbinde, nochmal zustimmen, dass wir wirklich uns verbinden wollten und den Fingerprint akzeptieren. Das machen wir mit einfach Yes und dann Enter. Jetzt müssen wir ein Passwort geben. Das ist in dem Fall MakerBase. Hier hat Eligo freundlicherweise die Standard Credentials dargelassen. Und schon sind wir mit einer Konsole verbunden. Für die Kamera ist bereits eine Software vorinstalliert, welche wir nun mit dem Befehl systemctl start webcamd starten können. Da die Software immer mit dem Drucker starten soll, aktivieren wir mit dem Befehl systemctl enable webcamd noch den Autostart. Mit dem Befehl Exit können wir nun die Konsolenverbindung einfach wieder trennen. Zunächst müssen wir nun im Webinterface noch die Kamera aktivieren, um ein Bild zu erhalten. Hierfür geben wir einfach die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile unseres Browsers ein. In den Einstellungen können wir nun im Unterpunkt Kameras die Default-Kamera auswählen, diese aktivieren und das Ganze speichern. Gehen wir nun zurück in die Übersicht, so ist direkt ein Live-Video mit geringer Auflösung und 10 Bildern pro Sekunde sichtbar. Auflösung und Bilder pro Sekunde können einfach im Konfigurationsmenü in der Webcam.config angepasst werden. Zum Übernehmen muss die Konfiguration gespeichert und über die Konsole des Druckers die Webcam-Software wie gezeigt neu gestartet werden. Möchte man nicht erneut die Konsole öffnen, so kann auch stattdessen der Drucker neu gestartet werden. Wichtig ist hier, dass eine höhere Auflösung die Bilder pro Sekunde instabiler werden lässt. Man sollte das Ganze also gut abwägen. Schlussendlich kann gesagt werden, dass man den Eligo Neptune 4 und 4 Pro, auch wenn das offiziell nicht unterstützt wird, einfach um eine Kamera erweitern kann, um überall den Überblick zu behalten. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da und schaut euch auch meine anderen Videos an.